Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Drogensimulator. Nein, natürlich, herzlich willkommen zurück zu Silence. Wir sind wieder mal unter Drogeneinfluss. Und den guten Spot scheinen die ganzen Drogen hier nicht so gut zu bekommen. Unsere Aufgabe, oh, ich sehe gerade, der hat letztes Mal gar nicht die Änderung übernommen, die ich hier gemacht habe. Ich hatte das hier schon weggesprengt, glaube ich, zum Ende der letzten Episode. Unsere Aufgabe ist es jetzt hier, diese Knospen wieder zu schließen. Das kriegst du bestimmt auf, wenn... Ach so, ja. Man muss es natürlich anders machen. Aber ja, kriegst du auch so hin, okay. Gut gemacht, Spot. Und jetzt pass besser auf, dass du nicht zu stark inhalierst. Komm, Spotty, da krabbeln wir durch. Ach, er kommt mit, oder was? Okay. Ich vermute mal, dass wir jetzt da oben uns an dieser Kette rumschwingen müssen. Oh, der feige Noah sagte, er könnte das nicht. Ach, wartet mal, genau. Ich könnte ja theoretisch Spot hier in das Fenster mal reinstopfen. Müsste das nicht funktionieren, dass ich ihn quasi als Vorhang benutze? Wird nicht lang dauern. Oh, ich bin so gut. Entweder bin ich unheimlich schlau oder die Rätsel im zweiten Teil hier sind nicht ganz so anspruchsvoll wie im ersten Teil von Whispered World. Im Moment komme ich nämlich echt gut zurecht. Ich muss natürlich sagen, dass das Spiel auch eine relativ gute Hilfe bietet. Okay, wir müssen hier rüber. Vermute ich einfach mal. Vermute ich richtig? Spot, ich kann fliegen. Tatsache, sie ist ein Draufgänger, das habe ich mir doch gedacht. Und schon haben wir die Blume auch oben. So, ach, da wäre ich zum Beispiel jetzt nicht drauf gekommen, dass ich die Kette da festmachen kann. So geht's. Hurra! Vielleicht sollte ich die Hilfen auch deaktivieren, dann ist das Spiel ein bisschen anspruchsvoller. Aber andererseits, ja okay, nach 10 Sekunden wäre ich auch so drauf gekommen. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier schon mal hoch. Da muss ich nur auf Spot verzichten, weil der... Wo sind denn die Schlangen hin? Komisch, jetzt sind da Sprossen, die direkt zur Tür raufführen. Danke, liebe Schlangen. Ach so, die Schlangen haben sich verwandelt. Das war mir gar nicht so... Ah, okay, die Schlangen waren diese Gegenstände. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht gerafft mit dem guten Noah. Ich dachte, die Schlangen wären quasi so aus dem Nichts hergepufft. Aber dann haben sich diese Gegenstände in die Schlangen verwandelt. Ah, verstehe. Okay, dann müssen wir ohne Spot weiter, Leute. Spotty muss auf jeden Fall mit. Oder auch nicht. Okay. Spot, du kommst mit. Sorry. Upsa. Mir ist übrigens was echt Schockierendes aufgefallen. Ich hatte ja letztes Mal... Oh, ja. Okay, das war voll unrealistisch. Wenn Spot das kann, dann ist alles möglich. Ich hatte letztes Mal ja schon drüber gesprochen, dass sie ja nicht von diesen, wie hießen die nochmal? Sucher? Dass sie nicht von den Suchern gesehen werden kann. Und ich hatte ja schon ein paar, Hypothesen darüber, wer die Sucher sind. Dass sie vielleicht gar nicht böse sind, sondern dass es vielleicht Leute sind, die nach uns suchen. Deswegen heißen die ja auch Sucher. Und dass wir, also der gute Noah und hier die gute Rini. Oh, halt mal gerade die Fresse. Versteck dich, Spotty. Mal sehen, ob er mich wirklich nicht bemerkt. Okay, ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit, darüber zu philosophieren. Hoffe ich zumindest. Hier ist keine Zeit, die mir angezeigt wird. Und zwar ist meine Vermutung, dass die gar nicht böse sind, sondern dass sie uns einfach in die reale Welt zurückholen würden, wenn sie uns hier erwischen. Sprich, das sind vielleicht Menschen, die auf der Suche nach uns sind, weil wir vielleicht verschüttet wurden oder so in diesem Bunker. Denn wir haben eine große Explosion gehört und auf einmal waren wir hier. In Silence. So, das heißt, sie sind vielleicht gar nicht böse. Sie können Rini aber nicht sehen. Meine Vermutung ist, dass es kein gutes Zeichen ist. Das wäre sehr traurig. Denn wenn meine Vermutung stimmt, dass es wirklich Leute sind, die nach uns suchen und sie Rini nicht sehen, wäre für mich die naheliegendste Vermutung, dass Rini vielleicht schon tot ist. Und deswegen nicht mehr aus dieser Welt von Silence herausgefunden. Oder ja, dass sie hier nicht mehr entkommen kann. Sondern dann in die andere Welt geht. In die Welt der Toten. Ja, das wäre sehr traurig. Ich hoffe, dass ich falsch liege. Ich schleiche mich besser vorsichtig heran, als ihn zu ärgern. Psst, ganz leise.
Er sieht sie wirklich nicht. Oh oh, aber Spot sieht er. Versteck dich weiter hinten. Okay, ich muss vermutlich Spot irgendwie hier durchbekommen. Die Blasenschlechter Familie. Weil ich es mit Noah auch schon gemacht habe. Okay, ich hatte gehofft, dass ich vielleicht damit ihn irgendwie ablenken kann und dann Spot holen kann. Hallo, Herr Sucher. Haben Sie was verloren? Warum suchen Sie nicht in der Lava danach? Das ist natürlich nett. Er benimmt sich genauso wie alle Erwachsenen, bitte, wenn sie beschäftigt sind. Er tut so, als wäre ich nicht da. Der Splitter. Was ist das bloß für ein Splitter? Hoffentlich ist das kein Splitter, der irgendeinem drinsteckt in der realen Welt. Vielleicht liege ich auch, wie gesagt, vollkommen auf dem Holzweg. Das ist nur eine Vermutung. Okay, er fragt immer nach einem Splitter. Wow, das ist ja eine tolle Tonfene. Tonfene. Ui, ganz schön heiß. Okay, ich möchte nicht zurück. Wir gehen mal weiter nach vorne. Ist das der Sucher von vorne, vom Tor? Vermutlich, oder? Das war nochmal unser Auftrag. Ich weiß nur noch, dass Noah sich gestritten hat mit dem guten, dessen Namen ich vergessen habe, der Dicke. Steven? Hieß er Steven? Ralph? Ich weiß es nicht mehr. Da kommt ein kleines ja, Beinwesen. Sind Ralph! Sieht und Ingo! Sieht ganz nett aus. Ralph? Nun rede doch endlich wieder mit mir. Hallo. Sag bloß, du bist einer von den beiden Steinbrüdern. Ich habe schon viel von euch gehört. Wirklich? Also, ich bin Ingo und hinter mir ist Ralph. Nein, Ralph ist nicht da. Aber hinter dir ist gar keiner. Was? Das kann nicht sein. Schau doch selbst. Aber wir haben Ralph gesehen. Wo ist der hin? Der ist da hinten. Ich weiß nicht, aber ich kann dir suchen helfen. Aber zuerst muss ich den alten Janus finden. Du hast ihn nicht zufällig gesehen? Meinst du das weißhaarige Beinwesen, das kopfüber am Geflügelten hing? Das wurde hinauf auf den Gipfel verschleppt. Oh, wie komme ich denn auf den Gipfel rauf? Durch das Steintor. Ralph wüsste, wie es aufgeht. Er hat jahrhundertelang in die Richtung geschaut. Wann hast du Ralph denn das letzte Mal gesehen? Gesehen? Direkt noch nie. Er war ja immer hinter mir. Oh aber Mann, gehört die Arme. Hab ich ihn das letzte Mal vor ein paar Tagen, als etwas vom Himmel fiel und die Erde gewackelt hat. Und was hat er da gesagt? Ah! Dann ist er da bestimmt hinuntergestürzt. Aber ich habe ihn doch gesehen. Und ich dachte, er wäre sauer auf mich. Ich finde Ralph. Habe ich den nicht gesehen? Ach nee, habe ich doch nur Ingo gesehen. Ich dachte, ich hätte hier noch irgendwo den zweiten Stein gesehen. Die Steinrolle ist zerbrochen. Du hättest mal sehen sollen, wie der Sucher hier gewütet hat. Warum hat er das gemacht? Na, weil er doch uns Steine vernichten will. Aha. Wie kann man denn Steine kitten? Was sind das denn für komische Blüten? Quarze. Verwandtschaft um drei Ecken. Toll. Vielleicht kriege ich ja ein Stück davon ab. Dann, was willst du damit? Okay, es geht tatsächlich kaputt. Hast du etwa ein Stück Quarz abgeschlagen? Schlimm. Mord. Ach, wächst ja wieder nach. Wirklich? Ja, in 1 bis 2000 Jahren ist der Millimeter wieder dran. Okay. Keine Ahnung, was sie jetzt mit dem Quarz will. Wir haben scheinbar doch irgendwie eine Art Inventar. Sie hat es weggesteckt. Der olle Stachelbusch piekst wie verrückt. Kann ich das nicht mit dem Quarz wegschneiden? Die hat der Sucher hier hingeschmissen. Stimmt's? Nach langem Kampf. Du kannst doch gar nicht sehen, was ich meine, Ingo. Wie kommt sie denn darüber? Kann sie hier etwa langspringen?
So kriege ich Ralf nicht hierher. Sie will Ralf daher holen? Ach, das ist Ingo. Ja. Ich habe kein Inventar, oder? Nee, habe ich nicht. Was soll das hier sein, Ingo? Keine Ahnung. Das lag immer in Ralfs Blickrichtung. Sieht wie ein Rätsel aus. Gebetsmühlenhalterung. Ach so, das ist eine Gebetsmühle, glaube ich. Dafür müsste ich mich aber erstmal durch den Dornbusch durchschlagen, da hinten. Der olle Stachelbusch piekst wie verrückt. Das habe ich alles schon benutzt. Kann ich sowieso nicht lesen. Das Steintor wird ja nicht aufgehen, gehe ich mal schwer davon aus. Da kommt man zum Gipfel rauf, ja? Ralf weiß wie. Okay. Den Dornbusch muss ich auf jeden Fall wegschneiden. Dann komme ich dort dran. Was ich mit dem Ding dann mache, weiß ich noch nicht, aber... Mal mit Ingo sprechen, mal gucken, ob der was weiß. Weißt du, wie ich den Sucher vertreiben kann? Der hört erst auf zu suchen, wenn er einen ganz bestimmten Splitter gefunden hat. Ah, okay. Was für einen? Einen, der magische Kräfte hat. Damit können sie den Plan der Steine durchkreuzen und unsere Herrschaft verhindern. Ach ja, stimmt, die planen ja immer noch die Weltherrschaft. Wahrscheinlich seit 1000 Jahren. Oder nein, stimmt. Seit 500 Jahren ist der König ja schon fort oder so. Ich weiß nicht genau. Das heißt, 500 Jahre vergangen? Mindestens 500 Jahre. Bin gleich wieder da, Ingo. Seitdem Noah hier war. Okay, er sucht einen Splitter. Das heißt, ich muss erstmal den Sucher loswerden, damit ich Spot holen kann. Und Spot dient mir dann als mein Werkzeug. Und einen Splitter haben wir. Ein Quarzsplitter. Den muss ich wahrscheinlich jetzt nur noch so behandeln, dass er auch interessant ist für den Sucher, oder? Ist ja jetzt so auch schon interessant. Okay, das war einfach. Mich interessiert, was passiert, wenn sie Spot in die Tasche steckt. Wird er dann unsichtbar für den Sucher? Okay, jetzt haben wir Spot. Der ist unsere universale Waffe. Den kann ich auf jeden Fall als Brücke benutzen. Ihn als Heckenschere zu benutzen, wird schwieriger. Jetzt habe ich meinen allerliebsten Freund dabei. Darf ich vorstellen? Spot! Hoffentlich kein Steinpinkler. Spot, bist du ein Steinpinkler? Oh, du bist so cool, Spotty. Perfekt. Kann ich sowieso nicht lesen. Aber du sollst sie holen. Erstmal rübergehen. Bin vorsichtig. Spot hat auf jeden Fall eine bemerkenswerte Körperspannung. Wenn ich so Plank machen würde und jemand über mich drüber laufen würde, ich wäre stolz. Ralf weiß, was damit zu tun ist. Ja. Ralf weiß, was damit zu tun ist. Ralf, aber das hier ist Ingo, ne? Ja. Ingo weiß gar nichts. Ich gehe mal da rüber. Ist da irgendwas? Nö. Okay, da muss ich erst Ralf finden. Wie kriege ich denn das Zeug da weg? Kann ich Spot in das Gebüsch reinwerfen? Pass auf den Igelbusch auf, Spotty. Komm da nicht ran. Ja, der stört mich auch. Den kriege ich so nicht weg. Das macht keinen Sinn. Ralf ist auch noch eine Gebetsmühle. Ja, Ralf ist nicht da. Die wachsen 1 Millimeter in 2000 Jahren, stimmt's? Sind die Rennpferde unter den Steinen. Wusste das gar nicht, dass Quarz nachwächst. Schau mal, Spotty, was das für komische Blumen sind. Nennt man Quarz. Verwandtschaft um Dreiecken. Aha. Denkt die kleinen Steine sind blumenverwandt? Sein Gesichtsausdruck.
Okay, gerade im Moment stehe ich noch ein bisschen auf dem Schlauch. Ich muss ja irgendwie da runter. Ingo ist da runtergefallen. Ralf. Und? Hast du Ralf gefunden? Noch nicht, aber ich schau gleich nochmal. Aber wo soll ich denn schauen? Der ist doch runtergefallen. Soll ich etwa da runterspringen? Mit den Gebetsmühlen kann ich nichts machen. Dafür muss ich erst Ralf finden. Gebetsmühlenhalterung. Da werde ich so auch nichts machen können, oder? Muss ich nochmal zurück? Brauche ich hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ach, da ist er doch. Ich sag doch, ach so, das ist da oben. Ich sag doch, ich habe doch zwei Steine gesehen. Hallo, Ralf. Woher? Du bist abgestürzt, stimmt's? Pah, das war ein Spaziergang. Du brauchst also keine Hilfe? Richtig. Und du willst da liegen bleiben, für immer und ewig? Jep. Oh, der doofe Ralf. Wie geht's dir, Ralfi? Alles im grauen Bereich. Alles im grauen Bereich. Wer es gesagt hat, klingt so... Es klingt wie die von, was waren das damals? Command & Conquer? Alles im grünen Bereich, haben die, glaube ich, gesagt. Also im grauen auf jeden Fall nicht. Mir haben die Stimmen von Ralf und Ingo aber besser gefallen im ersten Teil. Die waren irgendwie so ein bisschen lustiger. Halte durch! Er will aber da nicht weg. Meine Füße. Meinst du denn, das hältst du aus? Klar! Spot, der hält alles aus. Der hat schon... Na gut. Wow, alter Schwede. Der hat schon so einiges mitgemacht. Hui. Hallo, Quick da Time bin Event. Ich. Na und? Komm, Ralfi, ich steck dich ein. Nenn mich nicht Ralfi und ich lass mich nicht rumtragen. Aber wie Ach, soll nein. ich dich denn sonst hinaufbekommen? Mir egal. Tragen lasse ich mich auf jeden Fall nicht. Okay, was willst du denn dagegen dann ändern? Ich dich. Rollen ist natürlich viel angenehmer, als getragen zu werden. Der Idiot. Was will er machen? Er ist ein scheiß Stein. Aber ich hatte das doch wichtig in Erinnerung, hey, dass ich beide schon gesehen habe. So hab ich dich ja noch nie gesehen. Bist du überhaupt Ralf? Halt die Klappe, Ingo! Ja, du bist es. Danke für deine Hilfe. Du hast was gut bei uns. Übertreib es nicht. Danke, ihr beiden seid so süß. Wir sind nicht süß. Wir sind steinhart. Ihr könnt mir mit dem Steintor helfen. Du weißt, wie das aufgeht. Ralfi? Man muss die Gebetsmühlen richtig drehen. Aber die sind gar nicht in den Halterungen. Du meinst die Steinrollen? Gut, ich bringe sie zurück. Dann sagst du mir, wie ich sie drehen muss und schwuppdiwupp geht das Tor auf. Schauen wir mal. Schwuppdiwupp. Kann ich die tragen? Der Sucher muss echt sauer gewesen sein. Wie kann man denn Steine kitten? Bestimmt nicht mit Spucke. Vielleicht ja doch. Kommt auf die Spucke an. Okay, sie braucht irgendwie eine Klebespucke. Oder vielleicht Spot. Spot, spuck mal da drauf. Ja. So, und jetzt? Der Sucher muss echt sauer gewesen sein. Wie kann man denn Steine... Bestimmt. Vielleicht ja doch. Kommt auf die Okay, Spots Spucke scheint nicht zu funktionieren. Dann gehe ich erstmal die da drüben holen. Die ist auf jeden Fall offensichtlich. Die habe ich ja schon quasi mehr oder weniger geholt gehabt. Auch wenn die blöde Kuh das nicht holen wollte, ohne den Tipp von Ralf. Oh, du bist so cool, Spotty. Den hätte ich gar nicht gebraucht. So, hepp, rüber. Dann holen wir die erste Gebetsmühle schon mal. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Okay, sie ist zu schwach. Muss ich Noah holen? Der Sucher ist ja jetzt weg.
Vielleicht muss ich zu Noah und er löst dieses Rätsel für mich. Vielleicht hat er auch die richtige Spucke. Liebe Leute, wir werden nächste Episode mal mit Noah hier unser Glück versuchen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, hier bei Silence. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. Headshot.